Dafür müsstest du schon stärker sein. Lass dich nach! Gib ihm Saures! Hab dich! Weiter! Hoch! Ja, Pater. Spartiaten stehen so schnell wieder auf, wie sie fielen. Den Stab bereit. Beine auseinander. Ein Soldat braucht einen festen Stand. Gut. Gut. Na los! Das reicht jetzt, Nikolaus. Die Sonne geht unter. Zeit fürs Essen, meinst du nicht? Was gibt's heute Abend? Heute Abend essen wir den kleinen Alexios. Was das für ein Festmahl wird. Nein, nicht ihn. Nimm mich stattdessen. Ich schmeck besser. Ja, ja, du bist so süß wie Honig. Und jetzt komm rein. Das Lamm wird schon schwarz. Hier, leg ihn in sein Bett. Ja, Pater. Cassandra. Du bist mein größter Stolz. Vergiss das nicht. Du wirst dieser Familie Ruhm bringen. Los. Ist Alexios ihr Bruder? So. Das wusste ich, das spielt gar nicht mit. Ich gedacht, dass man das auswählen kann, dass er nur eingebaut wurde, damit man ihn auswählen kann und man kann ihn spielen. Dass man ihn nur spielen kann, dass er jetzt wirklich auch mitspielt. Stimmt. Du sorgst dich zu viel. Und du dich nicht genug. Alles wird gut, wenn wir aufeinander aufpassen. Da fällt mir ein. Die Schläger sagten, du sollst aufpassen. Was sagten sie? Dass der Zyklop ein Kopfgeld auf dich ausgesetzt hat. Talos, die Steinfaust, will deinen Tod. Talos, der Söldner? Bleibt mir denn gar nichts erspart. Du solltest ihm besser zuvorkommen. Man sagt, er sei ziemlich brutal. Ich finde allein zurück nach Hause. Danke, Cassandra. Okay, Talos, die Steinfaust? Genau das hat mir heute noch gefehlt. Eine gebrochene Nase. Darum werde ich mich wohl kümmern müssen. Du wirst gejagt. Kopfgelder wie Talos, Kopfgelder wie Talos sind feindliche Söldner. Die Jagd auf dich machen. Solange ein Kopfgeld auf dir aufgesetzt ist. Normalerweise kannst du den Stift eines Kopfgelders einfach ausbezahlen. Aber der Zyklop lässt sich nicht bezahlen. Ach du Scheiße. Im Söldnermenü kannst du deine Position, die Rangbelohnungen sowie der Status und die Stärken und Schwächen aller bekannten Söldner und Kopfgeldjäger überprüfen. Da Talos einen höheren Rang hat, solltest du ihn meiden, bis du eine höhere Stufe erreicht hast und stark genug bist, gegen ihn zu kämpfen. Ah, das bin ich. Ach, Moment mal, ich kann mich sozusagen, wenn ich alle töte, alle Kopfgeld, Kopfgeldjäger, dann kann ich wohl der beste Kopfgeldjäger werden, der von Griechenland oder wie, oder von, ja. Rang 9, die Reise beginnt, okay. Cool. Also, wir können einfach im Rang immer aufsteigen, Rang 1 ist dann der beste. Ist mal andersrum gemacht. Gut. Dann, toll.
Ein Kampf für Talos, neue Quest. Ja, danke, nehme ich sofort an. Ach ja, wir haben ein Pferd. Doris Waren zu zerstören könnte ihn ermuntern, seine Schulden zu bezahlen. Doris zu töten ist auch eine Option. Ja. Yeah. Hallo. Hä? Das mal das Pferd oder was gar nicht? Da. Na los. Er reitet von selber, ne? Das ist doof. Reitet auch dann selber, danke. Also das ist, ja. Gut, wir werden jetzt Doris aber nicht gleich töten. Also wenn ich will, ich brauche jetzt nicht noch mehr Ärger. Hallo. Platz da. Das. Und los geht's. Ja. Weg da, Kleine. Weg da. Das macht Spaß, Was ist? Willst du nochmal? Sag mal, es wird bei seinem Geschäft sein. Umgereitet werden. Ella. Nein, ich wollte. Ich war. Na los. Ich wollte das nicht. Ich wollte absteigen. Aber es ist hier Kreis, nicht Dreieck. Ja. So, Pferdchen, du bleibst hier. Hi. Oh, Alter. Wollte gar nicht klauen. Lass mich wissen, wenn du Fragen hast. Kaufen. Kaufen ist immer gut. Noch hast du irgendwas? Danke fürs Vorbeischauen. Ich hab kein Geld. Oh, weil da hinten ist noch so ein. So ein. Textding. Hallo, Herr Wachmann. Achso, jetzt hatten wir schon. Ich bin dann. Oh Gott, bevor dann nicht das mit der noch jagt. Habe hier schon Kopfgeld. Ja genau, ich werde hier bestimmt Doris nicht töten. Hallo Doris. Das Geschäft läuft wohl. Sag Markus, er soll selbst herkommen. Wenn er sein Geld will. Klar? Aber jetzt bin ich hier. Ja, ich war ein wenig in Verzug. Aber jetzt behauptet Markus, ich schulde ihm das Doppelte, wegen der Zinsen. Das kann ich nicht bezahlen. Oh. Wollen wir ihn abzocken? Ach komm, der hat's verdient. Dann hättest du dir kein Geld leihen sollen, wie ein Kredithai. Was hättest du bedenken sollen, als du dir die Drachmen geliehen hast? Aber meine Familie. Es ist heiß, ich habe schlechte Laune und du wirst zahlen. Das wissen wir beide. Die Frage ist nur, was ich zuerst kaputt mache. Dich oder deine Waren? Sag Markus, dass ich bereits genug bezahlt habe. Ich fall doch nicht vor Söldnern auf die Knie. Oder vor jemandem, der dumm genug ist, sich Geld vom Zyklopen zu borgen. Vom Zyklopen? Damit hat er also das Weingut gekauft? Sieh mal, ich weiß, du verdankst Markus dein Leben. Und dass er dich damals als Kind von der Straße geholt hat. Aber du weißt, dass sein Vorhaben verrückt ist. Soll ich ihn... Na gut. Du hast Familie, ich verstehe das. Damit hast du recht. Vergiss die Drachmen. Markus und ich müssen reden. Du lässt mich gehen?
Dann nimm wenigstens dieses Schwert. Nichts Besonderes, aber besser als das rostige Ding, das du da hast. Das wird mir gegen den Zyklopen helfen. Treib Markos die Flausen aus, sonst seid ihr beide tot. Ja, ich bekomme ein besseres Schwert. Ich bekomme Rüstung. Hey, ich brauche immer nur irgendwas für ein Torso noch. Ich meine, das, was ich da habe, ist... Das ist keine Rüstung. Nein, das weigere ich mich als Rüstung anzusehen. Ah. Oh, will jemand auf die Fresse? Oh, yeah. Nein. Was ist das? Das ist aber schon erledigt, oder? Dir bleibt nicht mehr viel Zeit, bis dich der Zyklop holen kommt, Malaka. Er will sein Geld. Kann ich einen Aufschub haben? Wenn er zurück nach Kefalenia kommt, bist du tot, sobald er vor Anker geht, wenn du es da nicht hast. Nun, bleiben wir zivilisiert. Du kannst dich nicht ewig hinter deiner Söldnerin verstecken, Markos. Er bringt dich, die Kriegerin und dieses rotznäsige Mädchen um, das immer bei dir ist. Natürlich, kein Problem. Ich besorge die Drachmen. Gut, sonst sehe ich zu, wie der Zyklop dich an seine Ziegen verfüttert. Ah, Cassandra, das Strahlen in deinem Gesicht sagt alles. Duris hat dir die Drachmen bezahlt. Wer strahlt denn? Ich habe gerade erfahren, woher du die Drachmen für das Weingut hast. Hast du jetzt völlig den Verstand verloren? Wir können uns das Geld zurückholen, oder? Das müsste doch möglich sein. Wir holen uns die Drachmen. Was bleibt uns sonst übrig? Wir brauchen einen Plan. Plan kann ich am besten. Deine üblichen Tricks werden dafür nicht ausreichen. Mir fehlt die gute alte Zeit. Erinnerst du dich? Alles war einfach. Du hattest nichts, so klein und allein. Und ich hatte alles. Ich habe dir die Welt geschenkt und Kefalenia in deine Hände gelegt. Cassandra! Alexios! Solche Fische werden nicht jeden Tag angespült. Oh. Hungrig? Ich schlag dir ein Geschäft vor. Ich tue etwas für dich. Du tust ein paar Dinge für mich. Alle gewinnen. Besser wird es nicht. Denk drüber nach. Warte! Ha, 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 ha.
Wir verliehen ihr. Schönes Geschenk. Du warst nichts ohne Markus. Und sieh nur, wie weit du es gebracht hast. Vom Waisenkind auf der Straße zur Söldnerin mit einer Hütte. Und das will uns der Zyklop alles nehmen. Ich kann dich nicht ewig vor ihm beschützen. Er wird mich auch umbringen. Ach, hab doch keine Angst. Sieh dich an. Wie könnte ich es mit ihm aufnehmen? Mit welcher Waffe? Einem rostigen Speer? Einem kaputten Bogen? Da bist du ja. Du kannst mir nicht entgehen, indem du um den Tempel herumschleichst. Drusilla, ich sprach gerade von dir. Ach ja? Ich brauche das Holz, Markus. Die ganze Insel wird über die neuen Bögen sprechen. Aber ich kann nichts machen, wenn diese Malakes die Holzlieferungen aufhalten. Natürlich nicht. Deshalb habe ich gerade meine Freundin Cassandra in die Einzelheiten eingeweiht. Sie hat auch schon einen Plan gegen diese Banditen. Du kennst mich. Ich bin immer vorbereitet. Was habe ich gesagt? Sie wird jeden Stein umdrehen. Es ist mir egal, wer es tut, aber jemand muss diese Banditen töten. Heute noch. Eine prächtige Idee. Ich muss leider nach Hause. Cassandra, ich habe einen Plan für unser Zyklopendilemma. Komm zu mir, wenn du Zeit hast. Wenn du dein Holz willst, musst du zuerst meinen Bogen reparieren. Ich bezahle sonst nur, wenn die Arbeit getan ist, aber so langsam, wie es vorangeht, folge mir. Diese Bögen machen mich reich wie Krösos. Sie scheinen sehr gut. Nee, das war die falsche Taste, oder? Gut, nee, jetzt können wir wieder zurück. Die Athener brauchen gute Bögen, wenn sie Sparta aufhalten wollen. Und alle gewinnen, nehme ich an. Wer bist du? Etwa Markus? Du solltest diesen Kleinkram hier aufrüsten. Dieser Krieg kann dich reich machen. Und ich habe gehört, du bist in Wahrheit aus Sparta. Das ist lange her. Jetzt lebe ich auf Kefalenia. Ja, wir werden ja, glaube ich, sowieso ganz Griechenland noch bereisen. Gib ihn mir! Bitte schön, so gut wie neu. Der Bogen ist so stark wie Herakles persönlich. Probier ihn aus. Schieß einen Pfeil auf diese Puppen. Yeah, Quest abgeschlossen. Schulden und Träumen, okay, ja. Ging ja sehr gut. Mehrere Quests angenommen, geil. Das sind zum Beispiel. Und, besorgst du mir jetzt mein Holz? Diese verdammten Banditen brauchen eine Abreibung. Ich halte die Banditen auf. Wie abgemacht. Ich löse dein Holzproblem. Na endlich! Markus hat Glück, dich für die Drecksarbeit zu haben. Wo finde ich diese Banditen? Irgendeine Idee, wo diese Banditen sind? Ich bin keine Spurenleserin, sondern Bognerin. Irgendwo in den Bergen, so viel ist sicher. Vielleicht sind sie in den Holzfällerlagern. Es ist so besonders an diesem Holz. Hier gibt's jede Menge Bäume. Warum brauchst du gerade dieses Holz? Ich arbeite an einem neuartigen Bogen. Er ist flexibler, deshalb hält er länger und man kann weiter schießen. Nur eine sehr spezielle Holzart, die in den Bergen wächst, eignet sich dafür. Ich erledige die Banditen. Ich bitte darum und möglichst schnell, wenn es geht. Hab Geduld. Ich werde mich um die Banditen kümmern und besorge dir das Holz so schnell ich kann. Hab Geduld. Es dauert nicht lange. Ha, wenn du wüsstest, wie lange Markus mich schon hinhält, würdest du das jetzt nicht sagen. Ich habe etwas für dich getan, nun tust du etwas für mich. Hol mein Holz.